Carsten Dorn, Chef des Zeitungsvermarkters Score Media. Wir treffen Sie auf dem Deutschen Medienkongress von Horizont. Hier sind ja alle Mediengattungen vertreten, von der Zeitung über Online bis zum Fernsehen. Was ist an der Zielgruppe Zeitungsleser, Zeitungsleserin im Jahr 2020 eigentlich noch interessant? Die Jüngsten sind das ja nicht mehr, ne? Ich würde sagen, nicht nur, was ist noch interessant, sondern was ist in Teilen auch wieder interessant. Wir müssen sehen in der Veränderung der Medien, dass wir heute als Tageszeitung mit täglichen 31 Millionen Lesern, wöchentlich 51 Millionen Lesern, wenn wir auch unsere digitalen Themen hinzunehmen, immer noch das Reichweitenmedium letztendlich sind, das Massenmedium sind. Von daher denke ich, ist es berechtigt, dass wir hier sind und auch hier unsere neuen Produkte letztendlich diskutieren. Grundsätzlich, wie ist es denn um die Zeitungsvermarktung bestellt? Renaissance, Rückgang oder irgendwas dazwischen? Renaissance weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist ein Stück weit eine Rückbesinnung. Wenn wir im Moment uns die Diskussionen im Markt anschauen, ob wir über Brand Safety oder was auch immer sprechen, haben wir eine relativ starke Position, hatten wir schon immer mit unseren redaktionellen Umfeldern. Von daher, glaube ich, werden wir in Teilen wiederentdeckt. Ich glaube auch, dass viele Kunden vieles in den vergangenen Jahren ausprobiert haben und in Teilen sehen, dass Teile der Budgets in der Tageszeitung gut allokiert sind und vor allen Dingen, dass sie ihre Kampagnen und Kommunikationsziele damit erreichen können. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, das sehen wir wieder. Nun ist gerade bekannt geworden, dass Ihre große Konkurrenz von Springer und Funke sich auflöst in diesem Jahr. Freuen Sie sich schon auf Ihre Position als neuer Platzhirsch? Also ich glaube, dass sich unsere Position ehrlicherweise gar nicht so stark verändert. Und ich kenne einige Kollegen bei Springer und ich weiß, was dahinter die Überlegungen sind. Von daher, glaube ich, ist es für uns viel relevanter, gerade jetzt in dem Moment nah an unseren Kunden dran zu sein, unsere Themen zu positionieren. Dann glaube ich, dass es für uns mal auf keinen Fall einen Nachteil haben wird. Wie stellen Sie sich denn neu für das Jahr 2020 auf? Welche Rolle spielt die Zeitung? Welche Rolle spielen digitale Angebote, Vermarktungspakete? Ehrlicherweise, wir kommen aus der Printvermarktung. Das wird in absehbarer Zeit für Score der Schwerpunkt auch sein. Wir haben eine ganze Reihe von Themen, die wir für 2020 im Grunde genommen neu haben. Das sind aber alles Produktthemen. Neu aufstellen mussten wir uns nicht. Das haben wir im Grunde genommen in 18 und 19 gemacht, was das Organisatorische der Firma angeht. Und jetzt haben wir neue Produkte. Wir reden darüber, dass wir in 2020 auch anfangen, die Anzeigenblätter unserer Verlage mit zu vermarkten. Das ist auch nochmal ein Riesenthema. Auch dort reden wir über 36 Millionen Leser, Reichweiten bis zu 50 Millionen. Also dort können wir sehr spannende Kombinationen letztendlich bei uns kreieren und bauen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, Sie sprachen es an, das Digitale. Wir haben uns überlegt, wir brauchen gezielte Digitalprodukte, die aber in unserer Printlogik im Grunde genommen funktionieren. Da haben wir zwei, die wir in 2020 im Grunde genommen stark pushen wollen. Das eine sind unsere digitalen Beilagen. Also wir werden in der Lage sein, in allen unseren Tageszeitungen E-Paper-Ausgaben digitale Beilagen auszuspielen. Und da reden wir immerhin über eine Reichweite zum Start weg von 950.000 Lesern pro Tag. Das heißt, es ist dann ein bisschen bequemer als heute, wo das ein so ein großes Bild ist im E-Paper, wo man nicht so richtig viel erkennt bisher. Also das ist so meine Erfahrung, wenn ich durch so Beilagen oder durch so ganzseitige Anzeigen in der Zeitung scrolle im E-Paper. Genau, Sie werden im Grunde genommen eine klassische Anwendung finden, die über ein Widget eingebunden ist, wo Sie in den Beilagen stöbern können, wo Sie klicken können, wenn die Beilagen verlinkt sind, wo das auch verlinkbar ist etc. So, und da haben wir eben, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Reichweite. Ich denke, wir werden in diesem Jahr das noch erleben, dass wir dort über 1 Million Leser täglich anbieten können. Das ist spannend. Das zweite Thema ist eben im E-Paper selber auch der Interstitial, den wir jetzt neu gebracht haben. So, das heißt, ein großflächiges Werbeformat mit einer Möglichkeit nach draußen zu verlinken, das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und vor allen Dingen, wir können es zentral über alle Verlage ausspielen, haben ein klares Reporting und das ist, glaube ich, ein gutes Produkt, was sehr nah an unserem Kern ist und was für viele von unseren Kunden auch heute schon in Gesprächen spannend ist. Es gibt ja immer mal wieder negative Stimmen, was das gute alte Printgeschäft angeht. Sie sind da jetzt für 2020 nicht so negativ gestimmt, auch für das neue Jahrzehnt. Was macht Sie denn zuversichtlich? Also wir haben jetzt Ende Januar und wir sind, kann ich erstmal sagen,
exzellent in dieses neue Jahr eingestartet. Wir liegen im Moment deutlich über Vorjahr in unseren Umsätzen. Das ist mit Sicherheit noch keine Prognose, die man auf das ganze Jahr automatisch ausdehnen kann. Wir hatten ein exzellentes Q4, also von daher haben wir im Moment ein gutes Gefühl und vor allen Dingen, wir haben sehr, sehr gute Gespräche mit unseren Kunden und unseren Agenturen, sodass ich im Moment sehr positiv auf das Jahr schaue. Und wenn wir uns mal überlegen, was für eine Riesenreichweite wir mitbringen, sind ja die wenigsten Kunden in der Lage, die gesamte Reichweite zu nutzen. Das heißt, wir haben in der Regel mehr Reichweite, als wir im einzelnen Angebot unterbringen. Von daher sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt.